So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Leider ist bis heute das Update noch nicht gekommen. Zumindest wird es bei mir in Steam noch nicht angezeigt. Mal gucken, wann es kommt. Ich hoffe, die nächsten Tage. Wir werden jetzt hier erstmal ganz gemütlich weitermachen. Ich denke, wir werden mal ein paar Möbel bauen. Und mal gucken, was hier gerade Phase ist, warum es unserem Kerl hier so kalt ist. Machen wir vorsichtshalber mal Feuerchen an. Und uns fehlt Protein, Kohlenhydrate, eigentlich alles. Dann sollten wir vielleicht schauen, dass wir hier ein paar Döschen hinbekommen. Und vielleicht auch noch ein bisschen Fisch. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber dann nehmen wir zur Überbrückung hier jetzt erstmal so einen Fisch. Da hätten wir noch Fisch und eine Kartoffel. Da sind auch noch Fisch drin, aber Fleisch fehlt uns. Ich weiß auch nicht, wie es von der Uhrzeit her ausschaut, ob wir heute eventuell einen Blutmond haben. Machen wir erstmal überall die Türen auf. Denkt, mit der Beleuchtung solltet ihr soweit eigentlich gut was sehen. Und fangen jetzt hier mal an mit unserem Früchtesalat. Warte mal. Fangen wir hinten an. Ernten wir mal. Genau, das habe ich eigentlich nicht gewollt. Ja, warte, die lassen wir erst noch liegen. Setzen das hier auch gleich wieder ein. Dann müssen wir die wieder halbieren. Und hier uns die Döschen vorbereiten. Machen wir gleich mal eine volle Ladung. So, zack, zack. Gehen wir darüber. Danke. Dann nehmen wir das Gerät hier gleich noch. Setzen neuen Samen ein. Hier das gleiche. Und halbieren die auch wieder. So, Döschen haben wir, glaube ich, auch noch dabei. Jawohl. Ach, da war's. Da haben wir vier. Dann sollte man eigentlich nochmal ein paar Dosen holen. Da haben wir ja nämlich noch welche, oder? Wo habe ich denn die hingepackt? Uff, wir hatten doch jede Menge Dosen. Gute Frage. Alter Schwede, wo bist du? So wie du geschrien hast, kommst du normalerweise von da hinten irgendwo? Oh, Kollege. Hey, wo ist er denn? Wo ist denn hin? Ja, hat wurscht. Ja, wurscht ist es nicht, aber ich suche sowieso gerade Dosen. Laufen wir halt mal außen rum und schauen, ob wir den Herrn finden. Da ist er doch schon. Da bin ich auch sehr gespannt auf die neue KI, weil die soll ja ausweichen. Ich glaube, dann kriegt man öfters mal eine auf den Frack. Da sind die Dosen. Ich habe jetzt noch eine drin. Nehmen wir noch vier mit. Können wir noch zwei Stück machen. Das wäre, glaube ich, perfekt. Ernten. Und ernten. Melonensaat. Das ist, glaube ich, die normale Melone gewesen und das ist die Wassermelone. So rum war es. So, Schweinchen, du kommst, glaube ich, auch gleich auf den Tisch. Denn dann können wir auch noch gutes Essen machen. Dass wir hier auch über den Winter gut versorgt sind.
So, dann kommt hier gleich wieder was rein und dann hier nochmal eine. Da werde ich, glaube ich, auch mal ein paar vorbereiten, sobald wir einen Kühlschrank haben und oder die ins Regal stellen. So, das da. Eine Dose, noch eine Dose. Und so. Und nachdem wir jetzt. Ja gut, es geht noch. Wo ist Mr. Schwein? Mr. Schwein. Da seht ihr jetzt wahrscheinlich so gut wie nichts. Wenn ich es aber auch nicht gleich finde, dann. Nicht komplett bekloppt. Ich sehe es nicht. Ist der Schwein? Aber gut, dann können wir jetzt trotzdem mal hier reinschauen. Die müssen wir nachfüllen. Dann heißt unser Alu und so müsste auch durch sein. Ach, Schweinchen. Auch wenn ich dich nicht sehe. Da bist du ja. Hallo, Kleiner. Ja, hello. Hätte ich schon gewusst, dass du hier drin bist. Dann hätte ich doch gar nicht so lange da draußen rumgeguckt. Dann nehmen wir jetzt einen Fisch, zweimal Kartoffeln mit und hier war auch noch ein Fisch. So, dann haben wir das, das, das. Einmal fertig. Zweimal fertig. Dann wird das natürlich oben noch zubereitet. Extra für uns. Dafür haben wir ja unseren Herd. Da ist sogar noch was drin. Und dann essen wir da gleich mal was. Dann gibt es noch einen Fruchtsalat hinterher. Noch einen zweiten. Einen dritten. Und vielleicht noch einen vierten. Dann sieht es so schon mal Bombe aus, muss ich sagen. Perfektes Ding zum Speichern. Das Foxy ist auch unterwegs. Und dann werden wir gleich mal ein paar Sachen von drüben mit hernehmen. Um die. Ach, du auch noch. Was ist denn heute los? So. Dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Leder mit. Brauchen wir bestimmt für die ganzen Möbel. 13 sollten wir, glaube ich, weit kommen. Wir probieren es mal. Oh, das sind wir voll. Da sind wir überfüllt. Warte mal. Ach Gott, bin ich deppert. Halbieren. Nehmen wir mal bloß 6 Stück mit. Und fangen da im Häuschen an. So, wir brauchen Treibstoff, haben wir gesehen, gell? Aber das machen wir eh, wenn es hell wird. Da brauchen wir für einen Sessel, brauchen wir Leder wahrscheinlich. Da brauchen wir schon 4 Stück, okay. Da brauchen wir 8 Stück. Jetzt noch 6. 7, 8, 9, 10. 10 mal Tierhaut. Und draußen haben wir, glaube ich, auch noch was stehen. 18 Tierhäute bräuchte man noch. Gut, das kriegen wir doch hin, oder? Müssen wir zwar wegen dem Gewicht ein bisschen laufen. Aber ich glaube, das funktioniert schon. Und dann können wir die Nacht auch ein bisschen ausnutzen. Da sind wir fertig, haben wir gesehen. Und 3 und 8. Also 11 Stück. Schauen wir mal, ob wir die jetzt auf einmal mitkriegen. Wäre natürlich wünschenswert. Aber ich glaube, es hakt auch eher an den Eisenbahnen, die wir noch bräuchten.
Ja gut. Da laufen wir jetzt halt langsam hoch. Und dann müssen wir... Ah, Lehm, genau. Lehm hat uns noch gefehlt. Es ist auch so eine schöne Nacht eigentlich. Schaut denn das hier aus? Ah, du bist gar nicht an. Dann... Warte mal, wie schaut es mit unserem Wasser aus aktuell? Sind wir voll? Ja, schaut schon gut aus. Dann machen wir nämlich mal hier Wasser aus und den hier an, dass wir wenigstens ein bisschen Öl kriegen. Und dann schleichen wir da mal gemeinsam hoch. Weil mir gefällt das Haus richtig gut schon. Könnt mir ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das Haus so findet. Aber ich finde es optisch echt schon mal ein Hingucker. Bin natürlich auch schon richtig gespannt auf die neuen Eisenwerkzeuge und die Glaselemente. Und es soll ja, glaube ich, auch Schrauben und Nägel geben für die Wände. Da bin ich echt sehr gespannt, was man da in Zukunft für Materialien benötigt. So, natürlich müssen wir hier auch noch aufbauen, den Webstuhl und alles. Und die restlichen müssen hier rein. Perfekto. Dann brauchen wir jetzt erstmal jede Menge Bretter. Da brauchen wir auch Bretter. Beim Tisch brauchen wir Bretter. Hier brauchen wir Bretter. Da auch. Und hier brauchen wir auch Bretter. Holzscheite, Pflanzenfasern, nicht kein Problem. Eisenbahn, okay. Eisenbahn wären sogar noch ein paar da. Aber genau, apropos Eisenbahn, da machen wir das jetzt gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Weil das wenigstens das Eisen draußen weiterläuft. Wäre das, glaube ich, ganz gut. Klar, wir könnten auch Öl nehmen, aber... Und los. So, was haben wir jetzt für Bretter, wollten wir mitnehmen, gell? Holz habe ich nämlich zwischenzeitlich auch noch keins geholt. Aber wir haben hier noch jede Menge Bretter. Legen wir die wieder quer rein. Dann können wir nämlich da mehr rausnehmen. Und fangen natürlich hier an. Den Möbeln. Der erste Stuhl ist fertig. Der zweite Stuhl ist fertig. Dritter Stuhl. Okay, da fehlt's noch. Die Wände müssen wir auch noch reinziehen. Oh, Alter. Ratte, wo bist du? Komm her, du hast mich hier irgendwo angeschrien. Wow. Zwei Blutmond? Nö, oder? War bloß so einer. Ist kein Blutmond. Dann würde ich auch sagen, bevor wir die nächsten Bretter holen, schlafen wir. Gehen wir gerade nochmal hoch. Und schlafen mal, würde ich sagen, so bis 6. Ja, machen wir so. Dann ist nämlich für euch auch ein bisschen heller. Und ihr kriegt das Ganze wieder ein bisschen besser mit. Hier können wir auch gleich nachfüllen. Da brauche ich auch noch drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist nicht gut. Ich glaube, die anderen müssen wir echt mit Ölkännchen auffüllen. Ist zwar eine teure Sache, aber na gut, sie müssen auf jeden Fall laufen. So, du extrahierst bitte auch wieder.
Wie war denn das jetzt mit Shift, glaube ich? Dann brauche ich jetzt 8 Stück. Halbieren. Dann haben wir die nämlich auch schon mal im Inventar. Und wir haben Lehm für oben, okay. Aber wir bauen jetzt, wie gesagt, erstmal die ganzen Möbel so weit oben durch. Weil wir haben jetzt November Herbst. Im Winter möchte ich auf jeden Fall noch eine Tour zu unseren Extraktoren machen. So, hier fehlen noch die Holzscheite. Und hier fehlen noch mal 2 Bretter. Und hier draußen 8, also 10 Stück noch. Eigentlich 20. Dann kommen die Holzscheite drin. Hoffe, dass dafür das ganze Holz noch reicht, was vorbereitet ist. Weil ich habe jetzt auch extra eine Weile gewartet. Ich nehme nämlich jetzt gerade knapp vor der Erscheinung auf. Wir haben jetzt 15:51 Uhr und um 18 Uhr sollte die Folge kommen. Und ich habe extra gewartet, weil ich gehofft habe, dass vielleicht bis heute schon das Update da ist. Und jetzt nehmen wir halt kurzfristig auf. So, jetzt brauche ich hier 2 Eisen, beziehungsweise machen wir erstmal das Holzscheite 2. Brauche ich sonst noch irgendwo Holzscheite? Nee. Doch 4 Holzscheite brauchen wir hier oben. Brauche ich da drüben auch welche? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, warte mal, Holzscheite, das ist ja Brennholz. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Da. Der Schlaubi-Schlumpf war wieder unterwegs. Haben wir drin noch Holz oder müssen wir Holz hacken? Okay. Wir haben da auch noch was. Zweimal Holzscheit. Einmal Holzscheit. Und dann sollte es ja eigentlich mit den drei rausgehen. Gehe ich mal davon aus. Weil hier sind zwei drin, da sind zwei drin. Da brauche ich keine, da brauche ich auch keine. Da brauche ich zwei. Ein Eisenbarren. Drei Eisenbarren. Drei, fünf Eisenbarren. Sieben Eisenbarren. 9 Eisenbahnen bräuchte man. Eieieiei. Gut, das kriegen wir definitiv nicht alles hin. Oder? Einer, zwei, drei, vier, fünf. Hier müssen noch die Bretter rein. Perfekt. Da haben wir jetzt auch schon mal 2 Eisenbahnen drin. Dann nehmen wir den Schrank hier noch mit dazu. Dann ist der auch fertig. Der Stuhl ist fertig. Und jetzt fehlen hier 2 und 4, oder? Genau, 4 Stück noch. Die müssten wir aber noch unten haben. Wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3. 3. Einer zu wenig. Aber ich glaube, der war noch draußen im Extraktor. Dann haben wir doch die Möbel tatsächlich durchgekriegt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter Vater. Du kleine Made, wo bist denn jetzt schon wieder? Wo hast denn du schon wieder rumgebrochen? Ach da. Ja, komm doch raus. Du sollst nicht an meinem Zaun rumschlagen. Was ist das mit dem Wasser? Also, falls ich das wieder machen sollte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann baue ich ein bisschen weiter weg, dass ich hier vorne den Zaun zukrieg. Dass die hier nicht immer in unserem Lager rumrennen.
So, dann haben wir hier endlich mal wieder zwei Kupfer gekriegt. Das Lehm, den hauen wir oben gleich rein. Oh, da wären ja auch noch drei drin. Ich glaube, die heben aber mal als Reserve auf, obwohl nehmen wir mit. Wäre halt schön, wenn der fertig wird hier. Warte, was fehlt uns denn noch? Was? Da können wir ja in der Zwischenzeit noch die Wände vielleicht machen. 2, 4 Holzscheite. Und dann auch wieder Bretter. Dass wir so langsam unser Haus wenigstens durchkriegen. Hier fehlt noch eins und dann noch jede Menge Bretter. Und glaube ich 20 Pflanzenfasern noch. Zack. 20 Stück waren das, glaube ich, für den Webstuhl. Dann jede Menge Bretter. Was ist jetzt wieder das Problem? Ach so, weil ich das so drin hatte. Einer hiervon. Und den Eisenbahn. Zack, komm raus da hinten. Dann haben wir doch jetzt alles drin, was wir, glaube ich, brauchen. Genau, die 20 Pflanzenfasern können wir hier gleich reinpacken. Dann ist unser Webstuhl nämlich auch durch. Hier kommt noch das rein. Bretter. Bretter, da sind die Wände auch durch. Und hier hat noch gefehlt zwei Eisenbarren. Ist das herrlich? Ist das geil? Sieht doch schon mal aus wie so ein richtig gemütliches Hütchen. Und hier draußen auf dem Balkon haben wir auch noch ein schönes Sofa, wo wir so überblicken können. Hier fehlt noch genau ein Lehm. Ich glaube, das ist richtig geil. Wenn dann der Turm noch auf der anderen Seite steht. Wow. Mach mal denn das am Blödsten hier fotomäßig. Dass wir hier alles ungefähr draufkriegen fürs Thumbnail. Machen wir doch so, oder? Dann können wir sagen, Inneneinrichtung steht. Bis auf natürlich hier der Kühlschrank. Aber der braucht halt auch noch ein bisschen. Kupfer ist das kleinste Problem, aber die 25 Eisenbahnen wird uns noch eine Weile beschäftigen. Die Elektrikteile genauso. Aber gut, die Lampen da oben ist erstmal Nebensache. Und hier können wir ja dann so nach und nach weiterbauen. Hier fehlt eigentlich noch ein Holzscheit, dann könnte ich hier den nächsten anzeichnen. Und hier unten fehlen natürlich noch jede Menge Regale. So, dann packen wir das Ganze jetzt auch noch mal hier raus. Wie schaut es denn aus im Kupferfach? Da haben wir, glaube ich, auch noch außen was zum. Was fehlt uns? Wasser. Wasser haben wir jede Menge. So, dann packen wir hier gleich mal ein bisschen Zeug raus. Kohle nehmen wir auch gleich mit. Das war klar. Wieder überladen. Aber das Stückel schaffen wir schon. Wir hatten hier an meiner Tür rumgehauen. Meins. Warte mal, Steine gleich hier rein. Dann packen wir hier das restliche Kupfer rein. Hier noch ein bisschen Kohle. Das Zeug nehmen wir gleich mit. Jetzt schauen wir noch, ob noch ein Lehm zufällig rausgekommen ist beim Extraktor. Natürlich nicht. Aber vielleicht, bis wir wieder zurückkommen. Weil ich würde sagen, wir starten jetzt in dieser Folge doch nochmal schnell darüber. Oder? Wir haben genug Pfeile. Wir haben alles dabei.
Holen uns jetzt noch schnell Alu. Wenn wir drüben sind beim Alu, mal gucken, ob wir noch zum Kobalt rübergehen oder ob wir das in der nächsten Folge machen. Aber auf jeden Fall kommen wir so langsam an unser Ziel, dass wir auch noch zu den Krokodilen müssen, wegen dem großen Rucksack. So, laufe ich überhaupt noch richtig? Oh, schon wieder fast ein bisschen weiter weg. So. Und Solar müssen wir ja noch aufbauen. Aber ich denke, wir kriegen das so halbwegs hin, dass wir alles gebaut haben, bevor das Update, glaube ich, kommt. Außer, ja, im Kühlschrank, das wird knapp, weil ich glaube, das schaffen wir nicht alles in der nächsten Folge. Wir machen einfach so, wie wir es hinkriegen. Ihr könnt mir auch gerne mal Vorschläge reinschreiben, was ihr mit den Glaselementen, was wir mit denen machen sollen. Ob wir da ein eigenes Gebäude bauen sollen. Nur so ein Glaswürfel, keine Ahnung. Oder ob wir das noch ins Haus integrieren könnten. Da bin ich mal auf eure Ideen sehr gespannt. Und für die, wo es noch nicht wissen, auf meinem Discord gibt es natürlich auch einen Channel, wo ihr Fotos von euren Basen posten könnt. Dass andere vielleicht auch sich Ideen und Anregungen holen können. So, jetzt müssten wir ja gleich mal da sein. Ah ja, Öl habe ich dabei. Ich dachte schon. Es wäre jetzt wieder so ein Highlight hier rüber rennen. Und keinen Treibstoff dabei haben. Und was mir auch auffällt, ich habe keine Kiste mitgenommen, ich Trottel. Ihr werdet wahrscheinlich schon alle geschrien haben. Nimm eine Kiste mit. Und was macht er? Nichts. Oh, das trifft sich gut. Da haben wir drei, da haben wir einen auf Reserve. Wir hören schon wieder einen Wolf im Hintergrund. So, mit dem Alu haben wir jetzt auf jeden Fall genug dabei. Das heißt, den Rest hole ich offscreen mit der Kiste. Dann rennt man jetzt einfach mal zurück, dass das Alu noch durchschmelzen kann. Und in der nächsten Folge holen wir dann noch gemeinsam Kobalt. Warte mal, wir speichern hier mal schnell. Und wenn wir auf dem Weg zum Kobalt sind, dann nehmen wir eh eine Kiste mit hoch. Wenn wir sie nicht wieder vergessen. Und vielleicht gehen wir dann direkt noch zu den Krokodilen. Und nehmen da schon mal ein paar Häute mit. Vielleicht auch ein bisschen Fleisch. Dass wir auch unser Leben wieder ein bisschen hochkriegen. Und natürlich zusätzlich immer noch die Ausdauer ein bisschen hochpushen. Obwohl wir da mit 144 eigentlich schon gut dabei sind. Aber es geht natürlich mehr, weil ich glaube, es ist immer 200 vom Leben und 200 von der Ausdauer, was möglich ist aktuell. Und das möchte ich natürlich auch irgendwann mal erreichen. So, jetzt hoffe ich, dass wir noch unbeschadet zurückkommen. Nicht noch hier in irgendeinen Wolf oder Bär reinrennen. Das wäre jetzt nicht so geil. Aber ein Bambi ist auch noch unterwegs. Das finde ich auch ganz geil. Oh, ich sehe dich nicht. Wie er halt genau hinter mir steht und mir voll eine mitgibt. Und genau in dem Moment ging die Ausdauer aus. Ich wollte mich eigentlich umdrehen und schnell weiterlaufen. Ja, aber das ging wohl ein bisschen nach hinten. Dann würde ich jetzt sagen, sind wir jetzt an der Base zurück. Ich werde jetzt, wie gesagt, eben noch das Alu hier auffüllen.
Vielleicht nehme ich auch schon die Kiste mit hoch und wir treffen uns dann beim Kobalt oben. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Aber ich schmelze hier erstmal durch. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen, die Folge. Wir haben ein bisschen unser Haus innen drin eingerichtet, die Möbel fertig gebaut, so ein paar Sachen, ein bisschen Essen zubereitet für den Winter. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, auch gerne einen Kommentar. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, natürlich auch gerne ein Abo. Euch jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen. Ciao, ciao.